Guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Ortlaufs frei nun. Ungewöhnlicher Ort, ungewöhnlicher Zeitpunkt, aber es liegt einfach daran, dass ich in Dortmund auf der Messe bin. Die öffnet morgens um 9. Da will ich einigermaßen pünktlich sein. Deshalb habe ich die Moderation für frei nun mit meinem Morgenlauf verbunden. Und wir bleiben beim ersten Beitrag natürlich in Dortmund. Ausschnitte aus dem Filmchen über den ersten Tag. Unser Messespaziergang führt uns jetzt weiter in die Hallertau. Das ist eine Gegend nördlich von München. Viel Hopfen wird dort angebaut und da gab es auch mal ein Züglein, man nannte es Bockerl. Der Dampf, die 9810, geht ab. Jetzt die erste Dampflok, die ich gealtert habe. Da habe ich mal versucht, das Ganze umzusetzen, dass man den um den Plastikglanz wegbringt und den Betriebszustand, wenn man jetzt ein bisschen darstellt, kommen wir vorbei an einem brennenden Stadel. Und dann geht es schon rein in den Bahnhof Au. Bahnhof Au ist ebenso Originalnachbau mit Lagerhaus Freiberger. Hier haben wir eine schöne Gartenszene angelegt, eine Baumallee. Nochmal extra Klohäusel dazu gemacht, wie wir es jetzt recherchiert haben, wie es tatsächlich historisch war. Und auch diese ganze Bahnhofsszene, das ist alles so, wie es ursprünglich war. Zustand 50er, 60er, 70er Jahre und das Gebäude gibt es sogar heute noch. In der vergangenen Woche habe ich von einer kleinen Diesellok berichtet, von der KG230B. Und jetzt kommt quasi die Auflösung dazu. Das ist die Diesellok KG230B, gebaut von Klöckner Humboldt Deutz anno 1965. KG heißt Kleinlok mit Gelenkwellenantrieb, 230 ist die Anzahl der PS und B die Achsfolge. Diese Lokomotive war jahrzehntelang für VW nur im Werk Braunschweig unterwegs und jetzt dient sie als Vorbild für eine Modelllok. Und das ist der Winzling in der Baugröße H0, gefertigt von ESU. Und es gab auch noch ein kleines Rennen, klein gegen groß. Es endete, sagen wir mal, unentschieden. Aber es hat allen riesig Spaß gemacht. Alles Weitere erfahrt ihr auf der Homepage von ESU. Da gibt es natürlich auch ein Filmchen, in dem meine Wenigkeit ein bisschen mitagiert. Und meine Wenigkeit hat am kommenden Mittwoch einen Auftritt, und zwar in der alten Kelter in Kernen-Rommelshausen um 19.30 Uhr. Da halte ich einen Vortrag über 1000 Folgen Eisenbahnromantik. Dieser Vortrag hätte schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, ist Corona-bedingt ausgefallen und jetzt hole ich ihn nach. Am Mittwoch, dem 25. November, 19.30 Uhr, alte Kelter in Kernen-Rommelshausen, Eintritt 8 Euro, Voraussetzung 2G. Und jetzt gehen wir noch einmal in die Messehalle von Dortmund und ich zeige Ihnen Ausschnitte vom Tag 2. Die Rätische Bahn ist hier unterwegs mit Personenzügen, mit Güterzügen, mit alten Fahrzeugen, damals, als die kleine rote noch grüne Lokomotiven hatte. Ein sehenswerter Blick in die Fahrzeuggeschichte der Rätischen Bahn. Zu Hause sind diese Module und die Fahrzeuge im Bergischen Land. Ja, wir sind eine Kulturgruppe der Wuppertaler Stadtwerke und wir existieren seit 1994 und dann ist langsam aber sicher der Gedanke aufgekommen, eine Modulanlage zu bauen, die dann auch das Thema der Rätischen Bahn hat. Und im Laufe der Jahre ist die Anlage dann immer größer geworden und hat jetzt diese Größe dann auch erreicht. Wir haben jetzt hier eine Größe von 20 mal 13 Metern aufgebaut und wir fahren 15 rätische Züge jetzt hier drauf, können die dementsprechend abwechseln. Ja, alles haben wir im Grunde genommen, die ganzen Epochen der rätischen Bahn können wir hier zeigen. Und
ja, freuen uns einfach, wenn wir die Anlage in der Größe auch aufbauen können, weil zu Hause ist die leider Gottes immer nur im Lager. Und dann fahren wir zu den großen Ausstellungen und bauen die dann auf. Was sagen die Besucher zu eurer Anlage? Ja, die Besucher sind zum Glück immer wieder begeistert, egal ob wir hier in Dortmund sind oder ob wir in Jöhstadt waren oder in Sinsheim. Gerade viele Schweizer, die auch als Gäste hier sind, die Anlage natürlich sofort erkennen, sind hellauf begeistert. Das war Ortlofs frei nun, heute zu einer ungewöhnlichen Zeit aufgenommen, auch ein bisschen kürzer als sonst. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude daran und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss.